Gut, das nächste Thema ist die drei inneren Voraussetzungen für Heilung. Nachdem mir klar geworden ist, dass mit dem Zauberlücken- und Glücksenergie-Konzept im Grunde alle Störungen zu heilen sind, also alle Krankheiten zu heilen sind und alle Gesundheitsstörungen, und auch sonst alle belastenden Probleme, und dass man im Grunde jeden Erfolg, jeden sinnvollen Erfolg damit erzielen kann, habe ich mir dann überlegt, warum ist das manchmal so schwierig oder häufig sogar so schwierig, gerade bei chronischen Erkrankungen oder Gesundheitsstörungen, mit der Glücksenergie zu heilen. Weil ich habe das öfter versucht, ich habe also verschiedene sehr gute Erfahrungen auch, aber manchmal hakt es also doch sehr. Also habe ich mir überlegt, was sind eigentlich die Voraussetzungen, damit man mit der Glücksenergie heilen kann. Und dann bin ich auf drei Grundvoraussetzungen gekommen, die im Grunde unverzichtbar sind. Wenn die nicht gegeben sind, dann ist die Heilung mit der Glücksenergie und damit überhaupt Heilung blockiert. Die Bedingungen, also es braucht drei innere Bedingungen für Heilung und eine äußere. Die inneren Bedingungen sind erstens Vertrauen, dass Heilung überhaupt bei mir selber möglich ist. Wenn ich jetzt der Patient bin, dann brauche ich das Vertrauen oder ich sage sogar noch lieber die vertrauensvolle Gewissheit. Ja, die vertrauensvolle Gewissheit, Heilung ist möglich. Und zwar einmal allgemein. Diese Krankheit oder diese Störung ist überhaupt heilbar. Nicht? Weil manchmal sagt man ja auch, die und die Krankheit sei nicht heilbar. Und wenn ich das glaube, dann ist das schon mal eine Blockade für die Heilung. Und das Zweite ist, dass ich die vertrauensvolle Gewissheit habe, die Heilung ist bei mir möglich. Ne? Sonst, man kann ja auch denken, ja, bei anderen, die haben das schon geschafft, also die sind aber auch stärker und bei mir geht das wohl nicht. Das ist dann auch eine Blockade, eine Glücksenergie-Blockade. Also, das ist die erste Grundbedingung. Ich brauche das Vertrauen, die vertrauensvolle Gewissheit, dass Heilung bei mir möglich ist. Das Zweite ist die Entschlossenheit. Ich brauche als Patient die Entschlossenheit, auch gesund werden zu wollen. Ja? Denn wenn ich das wirklich will, wenn ich wirklich entschlossen bin, hey, ich habe das Vertrauen, es geht, ne? Das ist der erste Punkt. Ne? Und ich will es auch, dann fließt jetzt die Glücksenergie wirklich entschlossen und klar zum Ziel hin, ja, in die Glücksenergie-Mangelzone und füllt die auf. Wenn ich aber nur so halb entschlossen bin, weil ich sage, naja, also gesund werden, naja, gut, das wäre ja auch ganz schön, aber das ist anstrengend, mag ich mich dafür eigentlich gar nicht oder. Die Krankheit oder die Störung hat ja auch einige Vorteile, ne? Dann muss ich nicht so viel arbeiten oder habe sonstige Vorteile davon. Ja, dann bin ich im Grunde, durch diese teilweise Unentschlossenheit, bin ich im Grunde teilweise entschlossen, die Störung aufrechtzuerhalten. Und das ist auch eine Lenkung der Glücksenergie, aber in die andere Richtung. Ne? Genau wie ein Mangel an Vertrauen, ein Zweifel, ob ich gesund werden kann, ist im Grunde ein Glaube, dass es nicht geht. Und Glaube hat schöpferische Kraft. Und ein Mangel an Entschlossenheit ist im Grunde die Entschlossenheit, es so zu lassen. Und das ist auch ein Willensakt, der Kraft hat, schöpferische Kraft hat und die in eine bestimmte Richtung lenkt. Ja, und die dritte Vorbedingung ist Beharrlichkeit. Ja, ich brauche die Beharrlichkeit, ja, die Fähigkeit, die ersten zwei Bedingungen, die Fähigkeit und die Bereitschaft, die ersten zwei Bedingungen, ja, Vertrauen und Entschlossenheit, so lange aufrechtzuerhalten, bis das Ziel, also Heilung in diesem Fall, erreicht ist. Und das schließt ein, dass ich die Fähigkeit habe, Misserfolge, vorübergehende Misserfolge zu verdauen, ohne mich davon zu entmutigen zu lassen. Ohne zu sagen, ja, dann geht es. Wo doch nicht.
Und eines der schönsten Beispiele für Beharrlichkeit, dabei ein Ziel zu erreichen, und dieses Ziel muss nicht unbedingt Heilung sein, diese gleiche Bedingung, Vertrauen, Entschlossenheit, Beharrlichkeit, brauchen wir für alles, wo wir Erfolg haben wollen. Auch wenn wir uns als Ziel setzen, beispielsweise den Mount Everest zu ersteigen oder einfach ein Haus zu bauen oder den Führerschein zu machen, wir brauchen immer das Vertrauen, dass wir das können, dass wir das hinkriegen. Dass wir das hinkriegen mit dem Haus bauen oder mit dem Führerschein oder mit dem Mount Everest. Wir brauchen immer die Entschlossenheit und die Beharrlichkeit, dass wir weitermachen mit dem Hausbau, bis es irgendwann fertig ist. Wenn wir vorher abbrechen, weil wir das Vertrauen verlieren, dass wir das hinkriegen, dann klappt es eben nicht. Also das sind die drei Grundbedingungen, die inneren, nicht nur für Heilung, sondern für Erfolg in jeder Hinsicht. Und bei der Beharrlichkeit gibt es ein schönes Beispiel, der Edison, der Erfinder der Glühlampe, von dem wird gesagt, dass er erst beim 1100. Versuch es geklappt hat. Das heißt, der hatte 1099 Fehlversuche vorher. Das heißt, der muss so lange das Vertrauen, dass er das hinkriegt mit der Glühbirne, aufrechterhalten haben. Und auch die Entschlossenheit, doch diese Glühbirne will ich hinkriegen. Also ich hätte wahrscheinlich spätestens beim dritten Fehlversuch aufgegeben, weil erstens mir das nicht so wichtig gewesen wäre mit der Glühbirne. Und zum Zweiten, weil ich auch nicht unbedingt geglaubt hätte, dass ich das hinkriege. Aber der hat das geschafft, also unglaubliche Beharrlichkeit. Also wenn diese drei Bedingungen da sind, dann sind die inneren Bedingungen da und dann braucht es noch eine äußere, nämlich man muss jetzt auch in der äußeren Welt, in der praktischen Welt noch das Nötige tun können und die Geschicklichkeit haben, ja, da die richtigen Methoden anzuwenden. Also auf Heilung bezogen wäre das die passenden Therapiemethoden anzuwenden und rauszufinden. Oder wenn man ein Haus bauen will, dann muss man einfach wissen, was braucht es, um ein Haus zu bauen, zum Architekten gehen und welche Materialien muss ich bestellen und was weiß ich alles. Ne? Also der Aspekt ist auch da, aber die inneren sind die wichtigeren. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Und weswegen ich dieses jetzt vorstelle, ist Folgendes. Ich habe beobachtet, bei chronischen Krankheiten, wenn ein Patient zum Arzt geht, dann schaut der Arzt in der Regel hauptsächlich auf die vierte Bedingung, die äußere. Das heißt, er guckt, welche Therapiemethode muss ich jetzt wie anwenden und welche Diagnosemethoden und so weiter. Das heißt, er guckt ja auf die praktische Seite, auf die technisch-organisatorisch-technische Seite in erster Linie. Und wenn es dann nicht klappt, ne, wenn nach verschiedenen Versuchen es doch nicht so richtig besser wird und so, dann versucht der Arzt oder sonstige Therapeut, kann auch ein Heilpraktiker oder Psychotherapeut oder Physiotherapeut oder so sein, dann guckt er, welche andere Therapiemethode muss ich denn jetzt anwenden und versucht vielleicht eine Reihe von Methoden durch und bleibt aber auf der vierten Bedingung. Und die Blockade liegt aber höchstwahrscheinlich bei den ersten drei Bedingungen. Ja? Und deswegen kommt man nicht weiter, wenn man jetzt welche mit Therapiemethoden auch immer durchprobiert. Das heißt, der Therapeut wird immer mehr frustriert, weil er nicht zum Erfolg kommt. Und der Patient natürlich auch. Und der Patient, der macht dann was anderes, wenn er denkt, jetzt mache ich schon so lange bei diesem Arzt, und ist immer noch nicht besser, das ist wohl nicht der richtige Arzt, denkt er dann. Und wechselt den Arzt, dann geht er vielleicht zum anderen Arzt oder zum Heilpraktiker. Und erlebt dann dasselbe und wechselt die Therapeuten immer wieder. Und in Wirklichkeit ist aber gar nicht die Methode das Entscheidende, auch nicht der Arzt, sondern die inneren Voraussetzungen vom Patienten sind nicht gegeben. Also, meine Idee ist jetzt, wenn ein Arzt oder sonstiger Therapeut dieses Modell kennt, könnte er, sobald der Patient zum ersten Mal kommt und seine Krankengeschichte erzählt hat, kurz fragen und sagen, passen wir auf, Sie haben eine Skala von 0 bis 100. Ja? Wie groß ist denn jetzt Ihr Vertrauen oder Ihre vertrauensvolle Gewissheit, dass Ihre Krankheit geheilt werden kann? Dann denkt der nach und sagt, na, so 30-40%. Ja? Weil er war schon bei 5 Ärzten gewesen und hat seine Krankheit schon 20 Jahre. Okay, sagt der Arzt dann. Dann haben Sie wieder eine Skala 0 bis 100. Wie groß ist denn Ihre Entschlossenheit, gesund zu werden? Ja, sagt er, relativ hoch, so 80% oder so. Okay, gut. Und dann kann der Arzt noch sagen, okay, Sie haben dann
Wie lange sind Sie denn bereit, eine Therapie mitzumachen, bevor Sie womöglich aufgeben oder so? Ne? Wie viel Zeit geben Sie denn einer Therapie? Ne? Sagen Sie, wenn es nach einem Monat noch nicht gut ist, ist genug, oder nach 3 Therapiestunden oder so? Oder sind Sie bereit, ein halbes Jahr oder ein Jahr einzusetzen? Was spüren Sie denn? Ne? Wie sind Sie bereit? Ne? So, wie lange würden Sie am Ball bleiben? Das wäre dann ein Maß für die voraussichtliche Beharrlichkeit. Ne? So, und wenn der Arzt das dann sieht, ja, 40% Vertrauen, 80% Entschlossenheit und sage ich mal, sagt also 3 Monate würde er also die Therapie mitmachen, dann weiß der Arzt oder der Therapeut schon mal, also so wie es im Augenblick ist, wird keine Heilung möglich sein, weil mit 40% Vertrauen ist Heilung nicht möglich. Ne? Weil das ist ein Nocebo-Effekt, wie man das heutzutage nennt. Ne? Das blockiert die Heilung. Und jetzt, statt dass der Arzt oder Therapeut jetzt schaut, welche Therapiemethode muss ich anwenden, kann er mit dem Patienten sprechen, ihm das erklären und sagen, sehen Sie, die eigentliche Blockade, warum Sie noch nicht gesund sind, liegt in Ihrem Vertrauen, in dem mangelnden Vertrauen. Da müssen wir ansetzen. Ich kenne einen guten Psychotherapeuten, der kann mit Ihnen da arbeiten. Ich kann vielleicht auch, wenn ich das kenne, selber mit ihm drüber sprechen und gucken. Und jetzt kann man entweder gucken, kann ich diese Blockade beheben? Oder wenn ich merke, es geht nicht, dann kann ich sagen, okay, wir setzen uns das schon gar nicht als Ziel, Heilung in dem Fall. Wir gucken nur nach Linderung. Wir gucken nach etwas, was stärkt, was ein bisschen gut tut. Wir wissen aber, Heilung ist nicht möglich, weil die inneren Voraussetzungen nicht zu schaffen sind. Dann ist Klarheit und Transparenz da für beide, für den Therapeuten, für den Patienten. Der Patient weiß von vornherein Bescheid und der Therapeut muss ich nicht immer überlegen, mache ich da was falsch, muss ich anders dosieren und all solche Sachen, sondern er weiß genau, bei dem geht es nicht, solange es so ist, wird es auf jeden Fall nicht gehen. Entweder können wir daran was machen oder auch nicht. Und der Patient weiß auch, woran er ist, kann, wenn er meint, sich auf einen anderen Therapeuten einstellen, aber man vermeidet eine Menge Frustration mit diesem einfachen Modell der 3 inneren Voraussetzungen für Heilung und im Grunde für jeden anderen Erfolg auch. Das heißt, das ist auch ein gutes Modell für jeden Coach, ne, im Business oder wo auch immer. Ne? Und ja, deswegen wollte ich das mal kurz vorstellen.